Nach so einem Missgeburt mit Maske. Ich wünsch mir die Zeit von damals. Ey, man sieht nicht deine Fresse, aber dafür dein damals. Deinen fehlenden Gegnerbezug leist du damit aus, dass du am Flown bist. Vielleicht klappt das irgendwann, wenn dein Flow mal dope ist. Hey, bei dir weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Egal, ich hab Druck auf dich, du kriegst die Arschbacken voll. Du möchtest anders sein und willst dich von der Masse abheben. Ja, total besonders, dich mit einer Maske zu geben. Und dann hast du auch noch einen tollen Beat-Geschmack. Oldschool Shit, weil den sonst auch niemand hat. An deiner Stelle würde ich die Battles einfach rausnehmen. Denn du kannst nix außer an Gewässern scheiße aussehen. Nimm mir mal zu, du kleiner verwirrter Pisser. Ich bitte hier locker und fick dich, du Stricher. Und während du nach einem Zweck reinsuchst in deinem schlauen Buch, hab ich die Punches, um dich zu zerbersten, in meinem Kopf parallel dazu. Jo, dein Penis in irgendwelchen Scheiden. Darf ich fragen, findest du dich nicht beim Rappen selber scheiße? Eine Sache noch, sei in Sachen Gegnerbezug mal innovativ, obwohl es ziemlich sicher ist, dass du jetzt hier fliegst gegen mich, du Wichser. Habe die Nase gestrichen voll, wenn ich so offen mich dissen wollte. Ich finde leider nichts fett daran, die Hälfte der Typen nicht rappen kann. Überspannt grad den Bogen. Er sagt, er wäre an meiner Punchkraft geflogen. Aber eigentlich kickt er sich selber, denn wenn er mal den Vergleich bringt, ist er mit Sicherheit geballt. Jetzt mal im Ernst, ich gebe einen Fick drauf, was du denkst. Du Trottel denkst ja auch, rosa gefleckt, passt zu Geld. Du denkst, du bist cool, so mit Stock und mit Hut. Und du denkst, du klingst dope mit ner Schrotthut von Smooth. Du siehst scheiße aus, und das weißt du auch. Und wenn du texten willst, hüpft immer auf das Gleiche raus. Wenn ich dich seh, will ich dich schlagen, das ist bei mir ein Verlangen. Du willst wissen, weshalb ich gewinne, ich fass das Battle mal zusammen. Punkt 1, du bist lyrisch nicht überragend. Punkt 2, du hast da zwei Sprachen im Namen. Punkt 3, du heißt Lennart. Punkt 4, du hast keinen Gegnerbezug. Punkt 5, du bist für mich nicht Gegner genug. Punkt 6, 7, 8, 9 und 10, guck dich doch mal an, Alter. Ich schmeiß dich hier raus, denn du bist echt grottenschlecht. Und nach der Hook gibt dir Slacks noch den Rest. Habe die Nase gestrichen voll, wenn ich so offen mich dissen wollte. Ich finde leider nichts fett daran, die Hälfte der Typen nicht rappen kann. Überspannt grad den Bogen. Er sagt, er wäre an meiner Punchkraft geflogen. Aber eigentlich kickt er sich selber, denn wenn er mal den Vergleich bringt, ist er mit Sicherheit gebeitet. Bevor du anderen Leuten eine Tüte empfiehlst, würd ich doch selber die Maske abnehmen. Sieht nicht so schön aus das Plastikgestell. Hast du dafür auch ein Upgrade-Modell? Mal sie doch an, du weißt wie ich mein. Ich geb dir ne Nadding und du weißt Bescheid. Es kommt dabei raus, du dreckiger Clown. Ich zeige dir was Rap, was Lexus heißt. Es treibt mich auf die Palme wie Bananen, wenn ich Hunger hab. Denn wenn ich sehen muss, was du da für ne Scheiße quatscht. Und du weißt, dass du gegen uns jetzt fliegst und wir dann ganz geschmeidig in die nächste Runde ziehen. Denn ich scheiß auf dich, weil du hässlich bist und wir verachten dich, weil du wieder Pussy rappst.